Moin Moin und herzlich willkommen. Hier ist euer Timo 67 wieder. Wir haben uns heute, wie das heißt, Felschau und ich, für einen kleinen spontanen Stream entschieden, weil wir wollen unser Häuschen hier weiterbauen, unser zweites Zuhause. Da ist sie auch schon. Hallöchen, grüß dich. Hallöchen. Lass uns mal kurz in die Matratzen mal horchen. Es wird gerade Nacht, dann ist ja Tag schneller da. Irgendwo stehen die Furzmollen da. Und zack. So. Oh, mal gucken. So. Wir haben ja gesagt, wir wollten jetzt den Kamin zur anderen Seite legen am Haupthaus, ne? Mhm. Ja, mal wieder. Sag mir, was ich dann wieder farmen kann. Erstmal gar nicht, aber muss ich gucken, dass ich hier runterkomme. Ja, ich komme schon runter. Ich muss mir ein paar Sachen erstmal einbauen, was ich so brauche. Ich habe alles Mögliche dabei, wenn ich das, was ich brauche. Ein paar weiße Pilze habe ich hier noch. Gott, habe ich ein Blümchen hier? Ich muss ja mal mich jetzt mal vollladen, hier mit dem ganzen Werkzeug, was ich hatte. Das brauche ich erstmal nicht. Ich brauche eine Schippe, ich brauche eine Axt. Eine Axt habe ich hier, eine schöne. Ja, glaube ich dir. Ich brauche ein bisschen Bruchstein, ich brauche ein bisschen was davon. Ich brauche ein bisschen was davon zum Brot. Nehme ich auch noch was mit. Ich werde mich nochmal um Ton kümmern, da wird jede Menge drauf gehen. Ja, mach das. Ich will ein bisschen Holz hier mit einpacken, weil wir wollen jetzt erstmal das Haupthaus weiterbauen. So, haben wir noch ein paar Stufen. Haben wir auch noch Stufen, haben wir auch. Und ein bisschen Holz da. Ach, wir haben ja kaum noch Holz da. Nee, doch, da so was ein bisschen. Brauchst du denn Holz? Nee, alles klar, ist gut. Ja. Mach weiter. Alles in Ordnung. So. Das heißt, jetzt müssen wir. Ganz schön mühsam zu Ton zu finden, das will ich mal sagen hier. Ja. Wäre es auch zu einfach, ne? Ja, klar. So, ich muss mal kurz das mal hier gucken, wie wir es jetzt hier fertig bauen. Hier. Ja, 1, 2, 3. Dann mache ich mich mal wieder auf die Socken. 4. Wir haben 4 und dann kommt ein normaler Stein. Okay. Das machen wir mal. Sag mir Bescheid, wenn du Material brauchst. 1, 2, 3, 4, 5, der kommt raus. Material haben wir derzeit soweit. Können wir bald anfangen zu bauen. So. 2, 3, 4. Nehmen wir mal 4 von den Steinen. Ne, 5. Nehmen wir 5. 5 Steine. 1, 2, 3. Die noch weg. 4, 5. 2, 3, 4. Jawohl, stimmt. 1, 2, 3, 4. So, jetzt werde ich mal ein bisschen schaufeln hier. Mach das. Hab schon Ton gefunden. Ich glaube nicht, dass du damit groß auskommst. Lieber ein bisschen mehr haben. Es wird jede Menge drauf gehen, ne? Ja, ja. Das heißt, hier müsste jetzt ein grauer Stein sein. Genau. Ein Stein daneben. Nicht, dass ich mich hier verzähle. Hier wäre katastrophal. Und dann nehmen wir hier diese Steine hier wieder weg. Soll ich auch noch ein paar Blumentöpfe herstellen? Nein, brauchen wir noch nicht. Wenn diese ganzen Steine hier mal kurz weg. Muss ich mal kurz hier auf mein großes Feld hier mal gucken. Mein Hausbauplan. Der so gebaut ist, okay. Die Seite ist so und die andere Seite ist anders.
Okay. Ah, das kriegen wir hin, denke ich mal. Hier habe ich noch ein paar Zauberbüsche gefunden. Soll ich auch noch welche köpfen? Ja, kannst du ja machen. Vielleicht kommt ja irgendwas Schönes noch bei raus. So. Das haben wir auch schon mal fertig. Gut. Jo, machen wir die jetzt erstmal. Dann müssen wir kurz hier ins Häuschen gucken. Zwei, drei. Ja, die machen wir mal vier erstmal hoch. Zwei, drei, vier. Soll ich schon mal Fensterscheiben herstellen? Haben wir nicht noch welche? Ich weiß es nicht, gucke mal nach. Doch, Glasscheiben haben wir. Ja, drei Fichtenholztüren haben wir noch. Ja, das reicht noch. Also Zäune, soll ich noch Zäune herstellen? Zäune. Erstmal brauchen wir jetzt dieses Etage, damit wir die Küche einrichten können. Das ist jetzt erstmal wichtiger, denke ich mal, oder? Ja. Da kommt dann später der Kamin hin. So. Ich meine, die unterste Etage hier. Da kommt das Kaminchen irgendwie. Müssen wir mal gucken. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das machen wir zum Schluss. Das hier, das müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich muss gleich noch mal kurz auf den gucken, wie ist denn die lange Seite gemacht. Ja, ist gar nicht so einfach, das Häuschen so zu bauen, werte Freunde. Es ist ganz schön anstrengend. Ich brauche wieder weißen Stein. Welchen Stein war das nochmal? Habe ich. Ich kann ja schon mal wieder Truhen herstellen, ne? Oder? Ja, kannst du machen. Wie viele? Weiß ich nicht. Gerade dabei das Haus zu bauen, das weiß ich gerade nicht. So, das heißt, hier müssen wir jetzt nochmal so ein bisschen roten vorbauen. Da muss ich ja mal außen rum bauen, glaube ich. So hinkriegt hier. So, und hier kommt auch so einer so hin. Genau, so machen wir das. Dann baue ich erstmal außen rum, glaube ich, das Ganze. So. So soll das mal werden. Da kommt der Schornstein hin, das weiß ich auch noch nicht, wie das geht. Okay, brauchst du noch irgendwelche Materialien? Erstmal gerade nicht, glaube ich, aber kann sie noch ändern? Dann kümmere ich mich schon mal um ein paar Truhen, ja? Mach das. Weiß ja nicht, wie das jetzt hier so geht. Eine haben wir hier schon, dann muss ich noch welche herstellen. Wie viele Truhen wollen wir ungefähr haben? Weiß nicht, ich mache halt ein paar aus Birkenholz oder so. Das andere Holz müssen wir uns aufheben. Das ist das schöne Holz, ne? Ja, nehmen wir Birkenholz. So, ich mache jetzt erstmal hier.
Soll da auch noch ein Ofen hin? Ja, kannst du schon mal bauen. Jetzt haben wir hier müssen wir unser Pferdegatter nochmal um eins dann verschieben hier. Dann kommen wir jetzt schlecht hin vorbei. Das machen wir später, machen wir nicht jetzt. Jetzt bauen wir es mal hier weiter. Zack. Und zack. So, ich habe erstmal 6 Truhen gemacht, ja? Okay. Eine Endertruhe, soll ich die auch noch hinferkeln? Endertruhe. Machen wir ganz zum Schluss, denke ich mal, oder? Ja, können wir jetzt auch schon machen. Hast alle Zutaten da? Warte, muss ich gucken. Passt nee, das? Nein, da passt muss nicht. Ich in das andere Haus laufen, da ist die Endertruhe, da habe ich Lohenstaub drin, den brauchst du fürs Enderauge. Ja, wenn nicht, lass es sein, dann machen wir erstmal keinen. Gibt Schlimmeres, oder? Nee, ich mache mich auf die Strümpfe. Nur ist da hingeloppt? Nee. Das ist ja nicht so weit bis zum Zollhaus. Wollen wir jetzt schnell mal Bubu machen, bevor die Nacht kommt? Wenn du bei Tag läufst? Können wir machen, gerne. Da lässt die Tür hier wieder offen, dass jeder hier reinkommen kann an Monstern. Ja. Zack, so. Machen wir schnell hier drauf. Oh, mein Chat ist weg. Man sieht nichts. Oh, ist wieder Tag. Können wir wieder rausgehen? Na los, runter! Ja, ich komme nicht runter. Geh du mal zuerst. Komm auch nicht runter. Ja, siehst du? Jetzt bin ich unten. Okay, ich hole die Zutaten. Hole ich noch die Zutaten, was ich dafür habe, und dann geht's los. Mach das. Schubidubidu. Oh, langsam versteht man den Baustil hier. Soll ja nicht allzu schwer sein. Zack. Ich glaube, das Haus wird noch schöner wie unser altes Haus. Ja. Davon kannst du ausgehen. Da bleiben wir jetzt da wohnen. Und unser altes Haus, das ist dann, steht dann einfach nur leer. Ja, ist das Waldläuferhaus dann. Genau. Kann man als Zwischenstopp mal nehmen, wenn man mal auf Reisen ist. Der kommt ja weg, der Stein, den brauchen wir ja nicht. Der ist ja zu viel. Plong. Das war meine Axt. Oh, toll. Ich wollte den gleichen Stein da wieder nicht blöd machen. Immer eine Axt nochmal holen. Irgendwo war noch mal eine. Irgendwo eine Axt gehabt. Der Manthacke, Glück des Meeres. Was ist das für eine Hacke hier? Na, die nehme ich mal. Des Meeres. Macht keinen Sinn. Ja, weiß auch nicht, wer die gezaubert hat. Ich nicht. Ich auch nicht. Wo wir die her haben. Wahrscheinlich von so einem bekloppten Händler gekauft. Das kann vielleicht sein. Im Glück des Meeres, es bringt gar nichts.
den wieder wegnehmen. So, da habe ich. Ach ja. So, da haben wir den wieder. Super. Und das Ganze so. Aber zwar nicht ganz. Jetzt habe ich keine Stufen mehr. Na toll, ey. Super. Ach ja. Ich muss nachher draußen noch ein Enderman killen, dass ich eine Perle kriege. Mach das. Es ist gar nicht mal so einfach, so eine Hütte hier zu bauen, werte Freunde. Ach ja. Da werden wir uns noch lange mit rumstreamen können. Ja, wie im Fernsehen. Fortsetzung folgt, ne? Da mauzen die Katzen, weil sie alleine sind. Ui, toll. Zack. Wie viele Katzen haben wir jetzt da? Zwei. Könnten ruhig noch mehrere sein. Müssen wir welche züchten. Am besten mit dem Fisch, ne? Mit Fischen füttern, ne? Ja. Soll ich mich mal der Sache annehmen? Fische haben wir ja da. Ja, kannst aber nur mit rohen Kabeljau machen. Andere Fische geht da nicht ran. Das wollen die nicht. Guck mal, wenn wir rohen Kabeljau haben. Alter, das war doch verkehrt hier, der Stein. Ach, Menno. Den Stein noch mal weg. Den auch. Gibt so schöne Gegenden hier in Minecraft. Nächsten Haus hatten wir ja auch schon mal gefunden. Jupp. Bin wieder da. Okay. Gerade dabei hier den Eingangsbereich hier mitzumachen. So, was wollte ich jetzt eigentlich erst so? Ist der Pfosten, kommt da so drauf? Mach den Eingang hier genauso wie den da drüben, ja? Mach mal. Sagt immer vier Blöcke hoch. Naja, ein Kabel hier hast du leider nicht dabei. Nee, durch den Fressmod, sag ich mal, haben wir doch nichts dabei. Zäune haben wir noch, Eichenholzzäune. So, das Fachwerk baue ich ja gerade schon mal. So.
Werfen wir noch machen. Gehen wir langsam das Holz aus. Okay. Aber es wird ein schönes Haus. Wir bauen nur schöne Häuser. Okay. So, ich versuche jetzt ein Kabel hier zu ergattern, ja? Du brauchst aber zwei, ne? Zwei Kabel hier aus, ja? Ja, für jede Katze eine. Mal die schwarze Katze, die andere Katze finde ich nicht. Die ist, glaube ich, hinterm Haus irgendwo. Eins ist hier, schwarze ist hier. Hier gehe ich mal um die Ecke. So, ja, alles klar. Also, hier sind Leute im Haushalt, geht doch nichts verloren. So, machen wir hier auch noch mal ein paar Blumenkübelchen hier. Zack, weil es nicht so schön ist hier. Zack. Dann können wir auch hier. Zack. So, einmal hier rum, ne? Haben wir jetzt soweit alles, oder? Schwupp, 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 schwupp. Schwupp, 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 schwupp. Ja, sieht gut aus. Ja. Können wir sie durchgehen lassen. Kaminchen. Genau. Oh, lass mal so mal. Das sieht so ganz gut aus. Supi. Das haben wir schon mal wieder. Das wird ein schönes Haus. Du willst jetzt angeln, ja? Fischer? Ja, bin gerade am Angeln. Jetzt gehe ich erstmal nach Hause, weil es dunkel wird. Gehst du nur nach Hause, weil du kein Licht an der Angel hast? Gib's doch zu. Was brauchen wir hier denn noch? Wollen wir uns ins Bettchen legen? Nacht? Komm her. Jo, ich komme. Mir ist nach Kuscheln. Ja, dann komm her. Komm in meinen Arm. Mau, 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 mau. Das war bestimmt mein Babychen, die Hammersüße. So, müssen wir wieder runtergehen? Ein paar Steinchen ein. So, und ich setze mich wieder am Fluss und mache einen guten Eindruck. Mach das. Ich hab doch mal ein Feuerzeug gehabt. Mein Feuerzeug ist weg. Da ist es. Mal ein paar Eichenholztreppen machen. So. Da kommt das Türchen dann rein. Sieht doch schön aus. Gesetzt. So, wo sind meine weißen Steine? Von denen brauche ich noch mal ein paar. So. Oh, ein Kabeljau. Einen habe ich, aber ich brauche noch einen zweiten, ne? Ja. Ich habe da auch schon mal ein Zauberbuch rausgeholt. Also. Das da unten scheint kein schlechtes Gewässer zu sein.
Vielleicht können wir später noch ein bisschen weiter ausbauen oder so. So, das haben wir jetzt auch schon mal fertig. Ah. Wo sind die Fensterscheiben? Hier mit drin? Jawohl. Ich mache Katzenbabys, ja? Das ist nämlich niedlich. Mach das. Wie viele kommen denn da? Eins, ne? Eins muss kommen. Wir müssen auch beide dicht beieinander sitzen, ne? Sonst wirkt das auch nicht. Scheiße. Wie kriege ich die dicht beieinander? Musst du antipsen, dass sie aufstehen. Ja, zwei Kabel aus habe ich. Die einen, die kommen aber dann auch hinter mir her, ne? Sollte hinter dir herkommen, ja. So, Fensterscheiben sind hier schon mal drin. Nächste Nacht nicht schlafen, muss mich auf Lauer machen wegen Enderman, ja? Ja, mach das. In jedem Fall brauchen wir noch ein bisschen Eichenholz. Kannst du gar nicht antippen hier mit der rechten Maustaste. Wo bist du denn? Bei der Katze Arwen bin ich hier. Na komm her. Wo bist du? Ich komme mal nachher vorne zu dir hin. Hier ist eine. Nimm du mal die Fische. Na, dann gibst du mir halt. Da, hast du die Fische? Ja. Und da ist die eine Katze. Wo ist die andere? Müsste hinterm Haus sein, hast du doch selber gesagt. Da ist sie, genau. Kommt nicht. Warum kommt sie nicht? Jetzt kommt sie. Warte mal. Die schnurren. Ui, guck mal. Das ist ein kleines Kätzchen. So, jetzt müssen wir die gleich wieder hier hinsetzen. Dass sie nicht so rumgaloppieren. Wo ist das Kätzchen? Da ist es. Deine Kätze ist im Wasser, okay. Und nicht, dass es ertrinkt. Nein, wird er nicht. Das war's nicht. Wie ging denn so eine blöde Falltür? Ein paar Falltüren noch bauen. Weißt du das? Ja. Da. Ach, das geht so. Wo ist denn das kleine Kätzchen jetzt hin? Gefunden, was ist? Nee, leider nicht. Man hört es zwar, aber ich finde es nicht. Kann sein, dass es mir hinterherläuft. Das sind Hunde. So, jetzt setzen wir die schöne Falltüren zuvor. Dann können wir da ein paar Blumen reinpflanzen. Möchtest du hier Blumen reinpflanzen oder? Ja, wie geht das hier einfach in die Falltüte? Nee, die Falltüte machst du gar nicht auf. Du musst das, die Pflanzen oben drauf, musst du drauf springen. Okay, dann setze ich mal ein paar Pflänzchen drauf hier. Hast du das Katzenbaby wiedergefunden? Nein. Nicht, dass das ertrinkt, ne? Ich weiß nicht, wo es ist. Es läuft auch nichts auf der Karte nach. Hier ist es auch nicht. Auch hier wurde geerntet und nicht wieder neu ausgesät hier an den Korn. Also ich habe nicht geerntet. Ah, ich kümmere mich schnell mal drum. Warte. Ich hole mir die Hacke. Ah, ist alles gut. Die ist hier. Die ist im Haus, die Katze. Und sitzt da. Das ist gut. So, was wollte ich gerade nochmal? Ach ja, Blümchen. Ich geh schnell mal raus. Wir können auch andere Lampen anbauen. Glowstone-Lampen oder sowas, ne?
Ja klar, Glowstone müssen wir da drin haben. So. Jetzt habe ich 3 Weizen. Dann können wir nochmal Kühe machen. Soll ich das Kuhgehege hier bleiben oder soll das weiter wegkommen? Das bleibt. Okay. Dass die Tiere da, wo sie sind. Gibt es hier Pflanzen da rein? Genau. Oben rumlaufen. Schön, roten Mond. Klasse, super. Ach, da haben wir jetzt den Ball auch nochmal. Machen wir nochmal 2 kleine Kühe. So, ich habe überall jetzt roten Boden gesetzt. Ja, ist doch schön. So, gibt's einfach ein bisschen oh, Kühe. Schön, ja. Wir hätten das Haus in echt. Da muss ich noch ein Öfchen bauen jetzt, ne? Soll da schon mal ein Türchen hier rein? Hm, hol ich. Irgendwann haben wir noch ein Tür, ne? Genau. Wir brauchen, auf jeden Fall brauchen wir noch Holz. Sonst geht gar nichts. Was denn für Hölzchen? Ja, Eichenholz. Eichenholzbretter. Eichenholz. Aber hat er da nichts mehr? Nicht mehr viele, aber als Stämme, ne? Das weißt du. Ja, das kann. Verarbeiten kannst du selber. Ich kümmere mich jetzt um Hölzchen. Ich habe mich jetzt auf Hölzchen spezialisiert. Mach das. Aber du brauchst doch Hölzchen. Draußen hast du so viel Hölzchen, ne? Ja, draußen, aber nicht hier. Kurz auf den Plan geguckt, wie das mit dem Kamin hier weitergeht. Mal gucken, wie das einfach von innen ausschaut. Ja, alles so schön aus, wie ich mir so vorstelle. Ich glaube, ich muss gleich nochmal da reingehen, wo das herkommt, der ganze Baustil, damit ich dann ein bisschen mehr hier sehen kann. Hier drinnen kommt dann bestimmt ein Netherrack rein, bestimmt, ne? Zack. Wenn ihr dann anzündet, dann brennt das Ganze. So. So, werte Freunde, ich muss mal kurz in die andere Welt, um das Haus weiter zu gucken. Kleinen Moment. Bisschen kurz gedulden. Ach, nicht da rein. Da will ich rein. Mal gucken, wie das Haus jetzt von drinnen aussieht. Da muss man ja auch noch denken, ne? Bin ich gerade am Fliegen. Einmal komplett so durch, okay. Ach, der Eingang ist ja ganz anders gebaut. Ist so gebaut, okay. Können schon mal die ersten Truhen hier unten rein oder noch soll ich noch warten? Erstmal noch warten. Mal gucken, wie das Haus von drin gebaut ist. Das heißt, beim dritten geht die Treppe hoch. Okay. Du hast hier 56 Eichenholz plus 29 Eichenholz hast du hier noch. Beim dritten geht das hoch. Ja, wird trotzdem nicht reichen. Okay. Ist der Kamin ja so gebaut? Okay. Ist der gebaut? Ist so gebaut? Okay. Was? Ich kümmere mich jetzt mal um die schrägen Nachbarn, ja? Mhm. Eine Hexe, voll Teufel, na warte mal, du. Locker bleiben.
Ich glaube, ich weiß. Für den Eingangssetzung gehen wir mal weiter ein zurück. Das machen wir einfach mal. Speichern Hauptmenü. Mehr Spieler. Da wieder rein. Toll, alles dunkel. Kaputt gegangen, super. Ja, schau mal rüber hier. Dann lasse ich das Ganze vielleicht doch so. Ah, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich glaube, das lassen wir so. Das sah doch so ganz gut aus. Das lassen wir so, genau. Oder? Ah, ich bin gerade so unschüssig. Soll ich den Eingang hier doch ein bisschen anders bauen? Weiß nicht. Ach, wie aufmerksam. So, jetzt muss ich mich auf Lauer setzen wegen Enderman, dass ich eine Truhe bauen kann. Dann habe ich alles da. Hast du keine Enderperlen mehr? Nee, ja, muss halt warten. Ich glaube, kann sein, dass ich bei mir eine drin habe. Nee, nee, lass mal, lass mich die erarbeiten, ja? Okay. Wollt ihr ja nur anbieten. Ja, ich weiß es. Muss mich jetzt erstmal die kaputten Nachbarn kümmern hier. Ach, da grunzen sie schon wieder rum, die blöden Nachbarn. Ich halte sie doch schon in Schach, so gut ich kann. Oh, du machst das schon. Mach hier so ein bisschen Kamikaze, weißt du? Aha. Was bumm gemacht. Nur mal so am Rande bemerkt. Ja. Mann, sind diese Nachbarn aufdringlich hier. Jo, soll es ja geben, ne? Jetzt habe ich hier schon mal eine Tür drin. Creeper. Jetzt bauen wir erstmal. Schönes hinbauen hier, mal gucken, was hinkriegen. Ja, das waren auch Zeiten, wo wir ohne die Monster gespielt haben. Da wissen wir gar nicht, was uns entgangen ist, ne? Mhm. Ja, viel witziger mit Monstern. Auf jeden Fall.
der ihn hier weg, nimm da auch nochmal drin. Jetzt werden wir ein bisschen Licht hier ranbringen. Bei Tage muss ich erstmal wieder Geld verdienen gehen, ja? Mhm, mach das. Ich muss mal kurz nochmal abtauchen. Jetzt muss man die Treppe kurz mal angucken. Ja, ist nicht ganz einfach. Man springt jetzt immer hin und her. Vielleicht so ein bisschen was hier sieht. So. Eine Dreiertreppe geht da hoch. Dreiertreppe. Okay. Eine ganze Dreiertreppe. So eine breite Treppe mitten hoch. Okay. Jetzt mitten hoch. Wie sieht die von hinten aus? Machen wir Platz hier. In etwa. Dann muss ich hier wieder rausgehen. Jetzt muss ich mal die Treppe nach oben bauen, weil sonst will das ja nichts. So. Das heißt, ich baue da schon mal. Wir brauchen bald Eichenholz, ne? Ja, hast du schon alles wieder verballert? Naja, fast. Ja, dann kümmere ich mich gleich um Hölzchen hier. Gucken wir, ob so wird, das ist nicht ganz leicht. Eine Hexe hat mich erwischt hier. Oh, ist das putzig. Die ist so bildschön. Liebe diese Hexe. So. Du brauchst wieder Hölzchen, sagst du. Also kümmere ich mich um Eichenholz, ja. Eichenhölzchen. Davon haben wir ja noch genug Hölzchen, ne? Nase juckt. Soll ich die Treppe wirklich drei Stufen breit machen, oder? Ja, aber. Ja. Dazwischen baue ich jetzt Erde rein, weil da brauchen wir nichts weiter einbauen. So, wollen wir eigentlich einen Keller aufbauen hier irgendwo? Weiß nicht, können wir, aber müssen wir nicht unbedingt. Brauchst du denn einen Keller? Weiß ich nicht, wenn ich mir mal nachträglich einen reinbauen. Jo, das können wir ja nur. So. Erde dahinter. Das ist immer ganz Vorteil, kann man die Erde nämlich loswerden.
Ist ja noch so viel Erde in der Truhe drin. Aber also hätten wir Erde. Ah. So, jetzt haben wir ein paar Hölzchen hier. Na, das wird doch hier langsam, oder? Das kommen gleich die nächsten Hölzchen. Wird auch Zeit. Hm? Wird auch Zeit. Das bauen wir jetzt mal so hier zu. Gucken, wie es nachher wirkt. Gerüst habe ich ja auch schon bald fertig. Ist das denn nicht schön? Dann mache ich mal die Erde hier wieder weg. Aus dieser Reihe hier. Und da bauen wir jetzt mal Bruchstein drunter. Den hier vorne wieder weg, der ist nicht so viel. Ach, das machen wir auch mit Hölzchen hier. So richtig schön Baumstamm, dann ist gut. Zack, jetzt hast du zu. Das war ein bisschen viel Holz, aber ist egal. So. Ja, hast du doch noch so viel Eichenholz hier. Guck mal in den Truhen hier. 60 und einmal 56, das verbrauch erstmal. Ja. Brauche jetzt doch eine Enderperle. Guck mal, wie meine Truhe, da müsste eine drin sein. Kannst du die erstmal nehmen? Schleimbälle hast du eine Ender. Da ist der Kamin, okay. Ah ja, da ist, jetzt sehe ich eine, okay. Muss ich hier das Holz auch wieder rausnehmen, weil dann macht das nicht. Komme ich nachher oben mal hier hoch? Kann ich vielleicht auch den Kamin hier weiterbauen? Nee, kann ich sogar nicht. Kacke, das ist egal. Ja. So, sag mir, wo soll ich die Endertruhe hinsetzen dann? Die Endertruhe, dann müssen wir da wieder weg, weil das weiß ich selber auch noch nicht. Pack das mal irgendwo rein. Ich hab da noch keinen. Ich hab's ja erstmal noch bei mir im Gepäck drin, ja? Mhm. Ich mach vielleicht nochmal Katzenbabys. Niedlich. So. Wo soll die Küche hin? Die Küche. Hier lassen wir offen, weil es Kamin ist. Wollen wir die Küche hinten hinbauen? Hier hin? Ja. Mache ich hier zu? Hm, dann mach das und dann kann ich da schon mal einrichten, ja? Richtig mit Türen oder soll die offene Küche sein? Eine offene. Soll ich hier eine Wand reinziehen oder soll alles offen bleiben? Ja, bitte, Mann. Du kannst auch eine Wand, zieh mal eine Wand rein. Und ich würde hier eine Wand reinziehen, hier. Ja, mach mal. Ja? Mhm. Wenn du so weit bist, kannst du mir zeigen, wo ich dann... Genau. No. Hier eine Wand rein. Eine Tür willst du ja nicht haben, ne? Wenn du eine bauen möchtest, okay. Wir müssen nicht unbedingt. Ja. War halt nur wegen Küche, hatte ich es gedacht. Ja, da macht die Tür eine Küche, das ist ja nachher Küchengeruch immer. Dann kann ich ja hier schon mal einen Ofen hinpacken, Truhen, ne? Mhm. Eine Werkbank.
Habe ich noch eine Tür dabei? Ich habe sogar noch eine Tür dabei. Wunder der Technik. Reicht das als kleine Küche so oder muss die größer sein? Reicht. Kannst du da Truhen reinpacken, das Essen reinpacken, wenn du möchtest. Machen wir das Ganze so. Dann können wir es nochmal eins nochmal größer bauen hier. Ne? Ein bisschen mehr Platz auch für Lager oder sowas. Ne? Das weiß ich ja nicht, ob ich... Ich mach die Küche ein bisschen größer, oder? Ja, kannst du auch ein bisschen größer noch machen. Ich mache einen Doppelofen, ja? Mhm. Dreh ich das hinten dann ab hier so, zack. Ich weiß es nicht, lass es mal hier noch offen erstmal. Autsch. Jetzt muss ich ein bisschen Licht hier ransetzen. Das ist der Ausgang. Zwei Laternen ran. So. Aber die Küche ist ein langer Schlauch irgendwie. Weißt du das? Warte, ich komme rüber. Ja, dann würde ich hier vielleicht nochmal eine Wand rein. Das ist nur eine kleine. Hier nochmal eine Wand reinziehen hier. Wo, hier? Hier zwischen? Ja. Da hatte ich sie vorher drin gehabt. Reicht das an der Größe zum Zubereiten? Also hier setze ich jetzt einen Ofen, zwei Öfen hin. Warte. Dann setze ich da die Mauer halt wieder rein. Wenn ich hätte ich noch ein bisschen tucki. Naja, ich mache jetzt hier wieder rein. So, okay. Hm? Ich gebe noch ein bisschen Licht hier rein. Öf. So, hast du schon ein bisschen Licht drin, okay? Ja. Ich wollte schon mal das Dach drüber. Vielleicht jetzt ein Buchholz-Dingsbums da einbauen, dann reicht das vielleicht für heute wieder. Ist ja schon wieder kurz vor 9:30, Mensch, meine Güte. Zeit, die rennt schon wieder, wa? Mhm. Buchenholz. Wir machen erst Buchenholz für, weil das Buchenholz haben wir unsere schönen Stufen hier gemacht. So, machen wir es mal hier. Aber jetzt haben wir mehr als genug, hoffe ich doch. Aber wir werden ein paar brauchen. Kann man auch eine Truhe eine Stufe höher setzen? Ja, ne? Wie eine Stufe höher. Also hier unten habe ich eine, wenn ich die jetzt hier hinsetze. So, dass sie hängt. Ja, also dann würde ich eher sagen, arbeite wieder mit Schubläden, weil es geht besser. Nee, das lasse ich jetzt so. Oh, bleibt jetzt. Okay. Hat das schon mal ein Dach, damit es nicht reinregnet? Du sag mir, wo die Endertruhe nachher hin soll, ja? Die kommt irgendwo nachher hin. Irgendwo hin. Da kommen wir heute noch gar nicht zum.
Und nächstes Mal auch nicht. Da müssen erst die Häuser so weit fast komplett stehen. Halbwegs eigentlich nicht sein, wo was ist. Dann können wir sagen, okay, da kommen die dann hin. Da kommt die auch ins Türmchen nachher rein. Ich habe sie ja im Petto. Hier sind noch normale Truhen. Drei normale Truhen habe ich hier noch. Ich wollte erstmal hier ein bisschen das Dach drüber. Ein bisschen Kohle werde ich schon mal rübernehmen für die Küche. Mach das. Wetter hier. Kann das sein? Oh ja. Und überlegen, wo wir unseren Vorratsraum packen, oder soll er auch gleich alles damit rein, was wir fressen und essen? Nee, Vorratsraum, da suchst du dir mal einen schönen Platz für aus. Vielleicht nehmen wir die Wand wieder raus und machen das ein bisschen größer und bauen das dann da dran. Oder mach das so, dann müssen wir dann gleich auch einen Vorratsraum aus. Da mache ich die ganzen Fressalien rein, ja? Wir mal hier am Dach zubauen. So. Wir werden noch Mengen an Holz noch brauchen. Da ist doch noch Holz in der Truhe drin. Ja, trotzdem werden wir noch Mengen an Holz brauchen. Ein Eichenholz, das brauchen wir. Hast du hier auch eine Bergbank? Sehr gut. Und dir gefällt es ja bisher? Klasse. Das machen wir mal so. Nee, das machen wir auch nicht. Das machen wir ganz. Das machen wir. Meine Axt. Da. Nochmal das schön. Nochmal. Jetzt hier mit dem Holzbalken so schön rein. Sieht schöner aus. Ja, das gefällt mir besser. Soll ich ein Schild Küche machen oder wissen wir das? Machen Schild Küche wirkt ein bisschen besser. Ja, falls die wieder verläuft, ich weiß. Ich habe gar kein Schild dabei. Das ist ja lustig. Bleib mal da sitzen, Kätzchen. Ein Scheißwetter da draußen. Oh, schüttel, schüttel, schüttel. Haben wir irgendwo ein Schild? Ich habe nur ein Schild. Okay, ein einziges Schild. Oh, das wird reichen. Fackeln können wir da rein auch noch reinpacken. Okay. Jetzt hast du die Wand ja zugebaut, okay. Hast du schon eine Truhe, wo ich Fressalien reinpacken kann? Nein, habe ich noch nicht. Machen wir mal ein bisschen anders hier. Die kleine Raum hier ein bisschen anders aufpacken, noch kurz. Fressalien reinpacken kannst, sagst du ja. Ja, warte mal. Die Truhen sind intelligenter setzen. So. Da in die Ecke sollen Fressalien rein, ja? Ja, so haben wir ein bisschen Holz hier. Buchenholz. Buchenholz ist immer gut. So. Können in die Ecke jetzt in diese Truhe Fressalien? Ich weiß nicht, ob die das können. Ich freue mich nochmal welche dahin. Ja, ich hole schon mal die ersten Fressalien, ja? Weil ich ja weiß, dass du chronischen Hunger hast. Ja, wir können auch mit Regalen arbeiten. Da kriegen wir mehr unter, aber damit kommt sie nicht klar, ne? Nee, lass es mal so.
Und Kochzutaten mache ich auch eine kleine Truhe noch, ne? Die kannst du mir da auch hinsetzen. Das ist jetzt ja ganz viele große Truhen. Ist eine für Kochzutaten haben, eine kleine, ja? Ja. Kriegst du. Neben der Tür. Ist das besser? Du hast jetzt hier drei große Truhen. Reicht das? Ja, eine richtige Fresstruhen hier, ne? Gut. Da kommt aber auch Obst und sowas alle rein, ne? Alles. Mhm. Ich muss mal überlegen, was mit dem Kaninchen hier wieder war. Hier ist mal eine schöne so eine Reihe hier kurz drüber. Ach, die Nachbarn sind schon wieder da. Ja, das ist fürchterlich. Immer diese Nachbarn hier. Fürchterbar. Kurz hier rüber gehen. Ich muss mal kurz jetzt an der die andere Welt mal kurz reinhoppeln. Wegen dem Kamin, weißt du? Der dort gebaut ist. Gucken wir mal. Ganz schnell hier hüpfen. Da ist er. Ach, der ist so ist der gemacht. Okay. Wir müssen gleich die Folge wieder beenden, weil es schon wieder 10, ne? Ja, wir wissen, dass mit dem Kamin jetzt so weit noch in Ordnung kriegen. Kamin haben, dann sieht es mir auch wieder besser aus, weißt du? Ja. Da muss ich erstmal wieder gucken. Bin ich hier? Ach, ich bin hier im. Okay. Was habe ich für Material dabei? Aua! Oh, kommt sie aus dem Haus raus? Du siehst ein Skelett da. Ja. Wenn es eins gut kann in Minecraft, ist es regnen. Ja. Regnen kann es wirklich gut. Das ist das Kaninchen. Den stellen wir hier raus. Zack, setzen wir so einmal. Gehen wir mal nach draußen. Sollen wir Obst im Lagerhaus lassen? Ja, ne? Weiß nicht, brauchst du es zum Zubereiten irgendwie?
Das kann ich mir ja auch aus dem Lagerhaus holen. Mir ist das egal. Obst und Gemüse bleibt hier. Jetzt habe ich wieder einen kleinen Dickkiller. Mal kurz aufs Bild gucken. Wir werden auch bald auch wieder aufhören, weil wir auch bald wieder zur Arbeit müssen morgen. Hätsch ich nicht. Toll, ich aber. Ich muss morgen zur Arbeit. Kamin, der geht dazwischen hoch. Okay. Das heißt, da muss ich dort jetzt... so einen ransetzen. Dort muss ich jetzt... so einen ransetzen und so einen ransetzen. Und dort muss ich dann so eine Stufe ransetzen. So eine Stufe und so eine Stufe. Hüpf. Und unser Tatar Busch, was ihr macht, Leute. Den hier nochmal weg. Der ist hier fehl am Platz. Zack. So. Brauchen wir jetzt noch ein bisschen Bruchstein. Ich werde, bevor wir heute uns ausklingen, hier nochmal das bisschen verlegen hier. Und dann brauchen wir einen engen Durchgang lassen. Kaminchen jetzt. Haben wir jetzt länger. Keinen Bruchstein mehr? Kein? Ich weiß nicht. Das doch kann auch gar nicht sein. Es ist so viel Bruchstein da. Okay, ich habe welchen gefunden. Ich nehme alles zurück auf das Gegenteil. Muss nur den richtigen Ton gucken, ja, ich weiß. Also, im Lagerhaus lassen wir nur die Gemüsesamen, ja? Ja, das ist auch sinnvoll. So. Zu hoch das Ganze jetzt hier geworden. Noch ein bisschen Erde. So. Okay, hier können wir jetzt noch nicht. Das müssen wir hier nochmal machen. Okay. Hier geht das noch nicht. Teil das dann auch unter Obst und Gemüse. Mhm. Dann mach mal hier, nehme ich jetzt die Sprünge rein. Schubidubidu. Toll, fall ich hier runter. Tolle Wurst. So, hier sieht es auch besser aus. Mit dem Kaminchen. Einfach was essen, merke ich gerade. Ja, sieht so doch ganz gut aus. Jo. Mal gucken,
ob ich ein Feuerchen im Kamin machen kann. Soll ich mal ein Feuerchen im Kamin machen? Das brennt. Hey, ich mach mal ein Feuerchen. So schön, ein Feuerchen. Guck mal. Ein Feuerchen. Warte, ein Feuerchen. Das letzte Mal, das gemacht haben, unserem ersten Haus, das wir gebaut haben, das ist das Haus abgebrannt, weil es zu dicht am Holz war. Faustregel, wenn man so ein Feuerchen macht aus dem Nether weg, immer Steine so rumbauen. Da darf kein Holz dran sein. So, Feuerchen brennt, wird warm. Oh, wir sind ein Feuerchen. Oh, ein Feuerchen. Wir bauen ein bisschen Schornstein ein bisschen weiter. Das ist doch schön. Habe ich ja verpasst, ist egal. So. Sieht doch so doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Was meinst du, wollen wir heute dann erstmal ruhen lassen, oder? Ja, würde ich sagen. Also ein bisschen was haben wir ja geschafft. Auch wenn es nicht viel ist. Jo, ich habe schon die ersten Frassalien da. Ja, ist doch schön. Kommen noch mehrere dazu. Da kannst du auch immer kräftig was von nehmen. Das ist für uns beide gedacht, weißt du? Dann machen wir die Türen immer wieder zu, ne? Und wenn der Dragon Jay auch mal aufkreuzt, kann er mitmachen. Mhm. Genau. Alles gut. Da hier ist fertig. Essen drin, super. Zur Küche läuft. Süße kleine Küche. Das Feuerchen brennt auch. Das müssen wir auch mal so einen kleinen... Genau, komm mal die Idee, mal ein anderes Haus mal wieder bauen. Ein ganz einfaches. Ja. Wollen wir uns dann verabschieden? Ja, würde ich sagen. Jo, dann sag ich mal, für heute ist dann soweit alles gelaufen. Mehr wird es sich geben. Unser einer muss morgen wieder früh raus. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.